Wir starten die Reise heute mit mal wieder einem Burger-Video. Und zwar mit Wimpy's Burger. Wimpy's Burger ist eine amerikanische Franchise-Kette, wenn man das so nennen kann. Die machen typisch American Smashed Burger. Ah, ich glaube, es sind Smashed Burger, oder? Und wie ihr wisst, bin ich immer noch auf der Suche nach dem besten Burger hier in Ägypten, Kairo. Es könnte sein, dass wir eine neue Nummer 1 haben. Jetzt steigen wir in den Uber und schauen, wie dieser Burger ist, wie gut er ist, wie schlecht er ist vielleicht und was dieser Burger so kann. Where are you from? Germany. Germany? Too yes. Much good, my friend. Where are you from? Egypt, Kairo. Ah, okay. Auf jeden Fall hat Kairo auch weihnachtliche Dekoration. Schaut mal hier, ein Tannenbaum, schön dekoriert. Kairo oder Ägypten sollte die Weihnachtspalme erfinden, das wäre viel interessanter. Das wäre was, gell? Gibt's bestimmt. Hallo, jetzt haben wir mich gesehen. Wie geht's? Sieht heute aus wie... Was hast du heute gemacht? Farben für die Küche ausgesucht, deswegen sehe ich so aus. It's a Wimpy's Burger. You know Wimpy's? Yeah, here at my destination. Yeah, it's only 1 meter. Okay. Yes. This one? Wimpy? Yes, I think this one. Shukran. Welcome, my friend. Welcome, Egypt. Welcome, Egypt. Give me 5 stars. Yes, of course. I will give you 5 stars. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Angekommen vor Wimpy's Burger. Es sieht interessant aus. Es wirkt leicht amerikanisch. Jetzt müssen wir nur schauen, wie wir über diese Straße hier kommen. Also fest, Leute. Erfolgreich über die Straße. Also hier unter dieser Autobahn gefühlt gibt es halt allerlei Sachen. Biester, Kaffee, Kasset, Jojo, ich weiß selber nicht, was das alles ist. Da ist nochmal was anderes. Was ist das für ein Burgerladen? Fischburger gibt's da. Auf jeden Fall allerlei interessante Sachen an einem sehr ungewöhnlichen Spot, finde ich. So, Freunde, schauen wir rein in den Laden. Boah, Alter. Nice Karte schon mal. Also eine sehr interessante Karte von All Day Breakfast. Also hier gibt es den ganzen Tag Frühstück. Dann kann man zwischen 6 Soßen aussuchen. Mittagsmenü gibt es auch oder Midi Meals. Und dann gibt es hier noch so besondere Kaltgetränke, dies, das. Und ich würde einfach mal sagen, wir gehen über ins Bestellen. Einen leichten Touch von Five Guys merke ich so, vom Aussehen und Design, dieses Weiß-Rote. Das Krasse ist, man sitzt hier im Restaurant mitten unter einer Autobahnbrücke. Rechts und links düsen auch nochmal Autos, Busse an einem vorbei. Es ist schon sehr, sehr laut, aber es hat was. Funktioniert hier auch mit Warteliste. Wir haben die Nummer 19 gezogen, mit meinem Namen drauf, den sie aber leider falsch geschrieben haben, weil da steht Randu. Randu. Jetzt bist du Inder auf einmal. Was haben wir bestellt? Was hast du bestellt? Classic Wimpy's Cheeseburger. Und ich habe auch einen Classic Cheeseburger bestellt. Hast du ein Double? Ich wollte eigentlich kein Fleisch mehr essen. Aber ja. Weil sie aber nur ein Patty genommen hat, habe ich dafür 3 genommen. Kann man machen. Ist es unseres? Ja. Shukran. Afwan. Einmal haben wir Cheese Pommes, keine Ahnung, wer die bestellt hat. Habe ich nicht bestellt, aber es ist cool. Das Einzige, was mir auffällt, ist, die Packung wirkt ein bisschen sehr groß für die Anzahl an Pommes, die drin ist. Dann haben wir einmal normale Pommes. Wie sind die Pommes? Du hast ja schon heimlich gegessen. Sehr gut. Gut, knusprig. Boah. Knusprig. Boah. Crunch, wie Chips. Alter, die schmecken nach Chips, gell? Hört euch diesen Crunch an. Einen Single Cheeseburger mit einem Patty und einen Triple Cheeseburger. Und hier sieht man den Masseunterschied. Wild. Gefühlt wiegt er auch 5-mal so viel. Eigentlich 3-mal so viel, aber egal. Dann probieren wir die Käsesoße. Also die Käsesoße, es müsste Cheddar-Soße sein, haben die zumindest gemeint. Ah, nee, das ist kein Cheddar. Doch, es riecht wie für mich dieser Aldi-Schablettenkäse.
Doch, Cheddar Cheese. Ist gut, ist gut. Jetzt kommen wir zum Meisterwerk hier. Wow. Okay. Boah. Also, was sehen wir hier? Dreimal Fleisch, zwischen jeder Fleischschicht Käse. Dann hier Sauergurken, immer gut. Salat, Tomate. Boah, die Tomate ist hauchdünn. Ja, Zwiebel wird wahrscheinlich auch drin sein. Ich will den Burger nicht zerlegen. Schokra. Dann ein wunderschönes Brioche-Bun. Ja, leuchtet goldbraun. Angebraten, karamellisiert. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, wir haben eine neue Nummer 1. Wow. Wow. Natürlich muss ich jetzt natürlich auch beachten, er schmeckt sehr, sehr fleischig. Ist ja auch klar, man sieht hier drei Schichten Fleisch. Also ich muss noch mal abbeißen. Hier wird er taugen, hier wird er heftig taugen. Schön matschig, Fleisch perfekt, knusprig, nicht zu dick, nicht zu dünn, trotzdem saftig, Fleischgeschmack. Die Tomate für meinen Geschmack zu dünn, also man merkt sie nicht. Zwiebeln habe ich bis jetzt auch noch nicht gespürt, aber ein wirklich, wirklich guter Burger. Das Brioche-Bun ist ganz anderes Level. Oh, Kuss geht raus, dass sie das Licht angemacht haben. Jetzt erst. Ja, ein wirkliches Gerät. Ein wirkliches Gerät. Der Squeeze ist auch wichtig. Und schaut mal, wie der Saft hier rausläuft. Hut ab, Wimpies. Es könnte sein, dass wir eine neue Nummer 1 haben. Dein kleiner Burger sieht ja süß aus. Was denn? Dieser Traffic hier. Heftig, gell? Ah, ich glaube, es sind Smash Burger, oder? Ja, ja, es sind Smash Burger. Smash Burger, ja. Smash Beef Burger. Schau mal rein, sieht ein bisschen verbrannt aus, oder? Nee. Nee? Oder? Na, ein bisschen. Ja, es passt noch. So. Ich finde, das Brot schmeckt sehr, also was mir hier auffällt, dass das Brot sehr süßlich schmeckt. Ist dir nicht aufgefallen? Sehr süßlich. Ansonsten, oh mein Gott, man muss so schreien. Man hört dich schon. Ansonsten, leckerer Burger, aber ich finde das Brot, also meine Meinung, einfach zu süßlich zum Ganzen. Schau mal auch die Farbe. Es ist schon sehr, sehr gelbsig. Ja, ja, also es ist sehr Milchbrötchen angelehnt irgendwie. Can I join you? Yes, of course. What about the food? Very good. Very good. We are talking right now about the food. What about what's I like? I like the beef. I like the fries. Very good. What about karkati? Not tasted yet. We gonna try it okay. After we eat. Okay. Shukran. Thank you. Ich glaube, es war der Ladenbesitzer. Manager vielleicht. Manager. Ja. Was natürlich zu einem guten Burger, zu saftigem Fleisch und Fastfood nicht fehlen kann, ist einmal 7-Up, finde ich. Ein Getränk mit Kohlensäure muss sein. Und Samir, was hast du? Karkadi, Hibiskusgetränk. Ist typisch, typisches ägyptisches Getränk. Gibt's kalt? Als Kaltgetränk und als Tee. Hibiskus-Tee. Oder? Lustig. Ich habe gerade eine Überraschung, weil überall machen sie das KKD, also Hibiskusgetränk, so süß und zuckerhaltig, aber hier in einem Fastfood-Restaurant ist gar kein Zucker drin. Dann würde er mir gut schmecken, glaube ich. Geil. Ich weiß nicht, ob man besser ist als BRGR, aber... Nein. Länge nicht.
Und ich glaube, die arbeiten auch mit Sauergurkensaft, mit direkten. Den schmeckt man so stark daraus. Sehr, sehr nice. Schaut euch diese Fleischschicht hier an. Da sehe ich gerade, dass das Fleisch nicht frisch ist, sondern gefroren. Mach mal auf, bitte. Mach nur diesen Softdrink auf, aber ich trinke keine, trinke keine Softdrinks. Ich werde allen erzählen, dass du heimlich Softdrinks trinkst. Nein. Ich selber nicht auf. Du solltest vielleicht öfters mal Softdrinks trinken, damit du mehr Kraft hast. Kriegst du die Flasche nicht auf? Nein. Aber die war echt schwer. Du hast sie selber ja, meine Hände sind auch ölig. Ah. Wenn die Kohlensäure im Hals dafür sorgen, dass du vor Schmerzen leicht Tränen kriegst, dann ist das richtige Level an Kohlensäure drin. Gehen wir. Gerade noch gesehen, Fleisch wird gefroren geliefert. Hier kommt auch eine dicke Lieferung. Frische Brote, allerlei Sachen. Was sagst du? Okay. Leute machen Fotos mit uns, weil wir eine Kamera haben. Also, da seht ihr mal, wie süß Ägypter sind, oder? Super süße Menschen. Küss euer Herz, Ägypten. Okay, wir müssen auf jeden Fall hier rüber. Langsam. Und hopp. So fährt man Bus in Ägypten, damit ihr mal seht, Indien-Vibes. Schaut euch das mal an. Wie full. Bus full. Aber die hängen sich einfach dran. Ich finde das einfach. Wie will denn da einer nach Tickets fragen? Ey. So krass. Krank, Alter. Echt verblüffend. Was wollen wir zu dem Burger sagen? Du hast das erste Wort. Habe ich schon. Also, was würdest du? Brot. Das Brot hat dir nicht gefallen? Es hat mir gefallen, aber es war mir einfach zu süß in Kombination mit Fleisch und Gurke und so. Es ist zu süß. Okay, und Gesamtnote, was würdest du geben? 7,5, 8, sowas. Okay. Das einzige Problem, was ich habe, ist, ich habe leider ein Triple genommen. So, das heißt, für mich war der jetzt sehr, sehr fleischig und salzig. Aber ist auch klar, ich wollte das auch so. Ich würde fairerweise Wimpies die gleiche Punktzahl geben wie BRGR Burger. Und bei 150 Likes auf dieses Video mache ich nochmal ein komplettes Video, wo ich beide Nase an Nase vergleiche. Hast du noch was zu sagen? Peace. Ja, sag einmal, Samir. Haben wir ihn jetzt doch dahingestellt oder was? Oh nein. Ich nehme es wieder mit. Ja. Ich verschmutze nicht die Umwelt, du nicht so. Wollen wir mal erzählen, was du machst während dem Autofahren? Tschüss!